Hallo zusammen, mein Name ist Felix Röder. Mein Name ist Konstantin Holz. Und wir haben zusammen die Masterarbeit Partizipatives Wohnen am Alpener Platz in Köln-Ehrenfeld bearbeitet. Ein Thema, was uns dazu bewegt hat, diese Arbeit zu schreiben, ist die Problematik, mit der wir uns, glaube ich, alle schon auseinandersetzen mussten. Und zwar, dass die Beliebtheit unserer Großstädte immer größer wird, dass der bezahlbare Wohnraum immer knapper wird und Gentrifizierungsprozesse, Immobilienspekulationen und die damit verbundenen Prozesse leider immer mehr in den Vordergrund rücken. Wir sehen dort drin die Problematik, dass Diversität, soziale Durchmischung und Kultur verloren gehen kann. Für uns bleibt eine Frage am Anfang der Arbeit unbeantwortet oder offen, und zwar die, wie sieht für uns ein gemeinschaftliches Leben in der Stadt in der Zukunft aus? Es gibt viele alternative Ansätze dazu, mit denen wir uns auch auseinandergesetzt haben. Im Konkreten haben wir uns mit der geplanten Konzeptausschreibung der Stadt Köln für die alte Artilleriehalle in Köln-Ehrenfeld am Alpener Platz auseinandergesetzt. Ziel war es, zwei Nutzungsszenarien zu entwickeln, bei denen vor allem für uns das Thema des gemeinschaftlichen Wohnens und die aktive Integration der Nachbarschaft in den Vordergrund gerückt ist. Genau, wir haben uns anfänglich einer großen wissenschaftlichen Ausarbeitung gewidmet und genau die Themen der Konzeptausschreibung, des Ort und das Quartier, das Begriffe, verschiedene Beispiele und Modelle uns angeschaut und analysiert und haben daraufhin einen Workshop veranstaltet mit einer Baugruppe, mit der WOGE EG Köln. Und das war ein sehr spannender Workshop, an dem wir die Teilnehmer, die sich konkret für diese, im Rahmen dieser Konzeptausschreibung für das Grundstück bewerben wollen, kennengelernt haben und mit denen die verschiedenen Bereiche, die Architektur, was sie sich vorstellen und Wünsche und dergleichen mit reingebracht in diesen Workshop und wollten quasi, oder das Ziel war, dass quasi die Baugruppe eine Haltung entwickelt, mit der die, genau, wie gesagt, die sich an die Konzeptausschreibung rantreten kann. Dabei waren ca. 30 Teilnehmer der WOGE, als auch mögliche Projektpartner, wie zum Beispiel das Allerweltshaus. Genau, da waren Leute dabei und es hat sehr viel Spaß gemacht und war für die weitere Entwurfsplanung, die wir dann, Felix und ich, gemacht haben, sehr relevant, was dort mit eingeflossen ist. Genau. Wir haben im Rahmen dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung den Kriterienkatalog der Stadt Köln, der es zurzeit gibt, bewertet und die Arbeit schließt tatsächlich auch mit einem von uns angepassten Kriterienkatalog ab, der vor allem die Integration der Nachbarschaft, das gemeinschaftliche Wohnen und vor allem die Vergabe dieses Grundstückes ohne jeglichen Preiswettbewerb im Rahmen der Erbpacht voraussetzt. Mein Entwurf heißt Experiment Ehrenfeld. Experiment, weil ich versuche, auch die kreativen Eigenschaften, die Ehrenfeld bietet, mit in meinen Entwurf einzubringen. Genauso wie die Baugruppe, die sich in das Quartier einlebt, auch ein Experiment ist, sich mit der Gemeinschaft und mit den Nachbarn das Quartier zu bilden. Und mir war es wichtig in meinem Entwurf, dass ich die Vielfältigkeit Ehrenfelds abbilde, als auch die Kreativszene, die in Ehrenfeld vorhanden ist, mit einbeziehe. Genauso, was dazu gehört, natürlich die Fädelkultur zu unterstützen. Genauso wichtig war es mir auch, lokale Akteure zu unterstützen und mit einzubeziehen und zu vernetzen vor allem und dadurch halt Synergieeffekte zu erzeugen, die einmal natürlich im kleinen Kosmos für die Baugruppe super interessant sein können und auf dem Quartier, aber auch für die ganze Gemeinschaft im großen Kosmos sehr großen Chancen bietet. Zu meinem Entwurf an sich habe ich quasi aus den Vorstellungen und Wünschen, die bei dem Workshop entstanden sind, mir eine fiktive Baugruppe überlegt und Eigenschaften verteilt. Und genau gegenüber stehen Projektpartner, mögliche Projektpartner, die natürlich auch Eigenschaften mitbringen und wiederum sich vernetzen und verzahnen und natürlich auch gleich Bedürfnisse an das Quartier bieten oder haben. Und diese Bedürfnisse sind für mich Begriffe geworden, die für die alle zusammenstehen und dadurch quasi das Quartier gebildet werden kann, gemeinschaftlich.
Genau, zu meinem Entwurf konkret. Ich habe, wie Felix, haben wir beide das Vorderhaus neu geplant, mit Wohnungen und diverser anderer Nutzungen. Genauso wie das Hinterhaus, die eigentliche Halle, die bei beiden von uns diverse ja, Umbauten, bei der diverse Umbauten einhergehen. Genau, bei meinem Entwurf habe ich so gehalten, dass das Erdgeschoss weitestgehend offen gehalten ist und Räume bietet für die Baugruppe, sich zu entfalten, ob es jetzt Coworking Spaces sind oder Yoga-Räume oder Gemeinschaftsflächen zum Kochen und Austauschen. Die können aber auch gleichzeitig natürlich von der Nachbarschaft genutzt werden. Und genauso können sich lokale Akteure wie zum Beispiel, ich hatte in meinem Beispiel Jack in the Box genannt, können dort Flohmärkte veranstalten und ja, bieten allerlei für das Quartier. Genau, so viel zu meinem Entwurf. Dann würde ich jetzt einmal kurz auf meinen Entwurf eingehen. Ich habe mich im Gegensatz zu Konstantin sehr stark an der Baugruppe orientiert, mit der wir gearbeitet haben, habe mehr oder weniger deren Raumprogramm versucht umzusetzen. Und habe mich vor allem an einem Bild orientiert, was im Anschluss des Workshops entstanden ist. Und zwar beschreibt dieses Bild, und das kann man eigentlich auf unseren Plänen ganz gut sehen, in einer zweidimensionalen Ansicht die Unterteilung des Grundstückes und die Einbindung der Umgebung. Und zwar beginnt es mehr oder weniger am Alpener Platz, also an der Alpener Straße, im öffentlichen Raum als Schnittstelle zum öffentlichen Raum. Dann zwischen den der Alpener Straße entstehenden Neubauten, dem Studentenwohnheim, was dort geplant ist, von mir geplant wird, von Konstantin auch geplant wurde, ein Platz zwischen der Halle und diesem Neubau, was als Treffpunkt dient, und im hinteren Bereich dann die Halle als Bereich der Baugruppe. In der Bearbeitung ist relativ schnell klar geworden, dass das natürlich eine sehr ideelle Ansicht ist und man die eigentlich ins Dreidimensionale denken muss. Und so ist auch, wie bei Konstantin, ein komplett offenes Erdgeschoss entstanden, wo sich gemeinschaftlich Räume geteilt werden, wo aber die Sensibilität, wie es vorher eigentlich auch war, in der Tiefe des Grundstückes zunimmt. Und zwar beginnt es eigentlich so, dass an dem Schnittpunkt vorne an der Alpener Straße ein Coworking-Bereich für Studenten und Arbeitstätige entstanden ist, ein Café bzw. ein Vereinsort für das Allerweltshaus, was damals Projektpartner bei der Woge war oder ist. Und dann mehr oder weniger an dem Schnittpunkt ein großer Gemeinschaftsraum, wo gemeinschaftlich gekocht Veranstaltungen stattfinden können. Und in der tiefsten Stelle des Grundstückes mehr oder weniger ein Kindergarten angeordnet ist. Dann ist es so, dass natürlich nicht nur die Baugruppe, sondern auch die Studenten im Studentenwohnheim mehr oder weniger einen eigenen Rückzugsort brauchen. Und dafür habe ich ein Mittel gewählt, dass die Halle selber bei mir einen Einschnitt erhalten hat für die Baugruppe. Und zwar geht man mehr oder weniger vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss. Dort fangen die Wohneinheiten an und die grenzen alle an einen öffentlichen Flur an, der auch wirklich dem Wetter geöffnet ist. Also es fehlt ein Teil des Daches und ein Teil der Fassade ist nicht geschlossen. Und bei den Studenten ist es ein Laubengang, der mehr oder weniger als Treffpunkt und als privater Rückzugsort dient. Ich glaube, für die genaue Betrachtung der Grundrisse muss man sich unsere Planungslagen einmal anschauen. Wir würden jetzt noch mal ein kurzes Fazit ziehen. Und zwar haben wir uns am Anfang der Bearbeitung der Masterarbeit die Frage gestellt, ob die Herangehensweise der Stadt Köln über eine Konzeptausschreibung eine gemeinwohlorientierte Projektentwicklung mit dem Schwerpunkt der gemeinschaftlichen Einbindung auch des Viertels, des Quartiers, der Nachbarschaft möglich ist. In unseren Augen ist das möglich und es bietet, also diese Art der Vergabe von solchen Grundstücken bietet für uns eine Riesenchance, wenn denn die Kriterien die richtigen sind. Und zwar sind für uns die Kriterien, wie auch am Anfang schon gesagt, die Vergabe im Erbbaurecht unglaublich wichtig, dass dieser Preiswettbewerb, der mehr oder weniger ausgeschlossen wird, also die Spekulation entzogen wird, und dass wirklich das beste Konzept für den Ort auch zum Tragen kommt und aktiv die Nachbarschaft, nicht wie es heute passiert, mehr oder weniger vor den Kopf gestoßen wird, indem man ein großes Investorenprojekt vor deren Nase setzt, sondern dass Projekte die aktive Möglichkeit letztendlich bieten, auch ein gemeinschaftliches Miteinander zu erzeugen.